Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Hallo liebe Sachsen-Kick-Freunde. Ich bin Paul Schinke, Mittelfeldspieler von Lok Leipzig und ich bin mit meinem Kollegen Robert Zickert hier und wir tippen den 7. Spieltag der Regionalliga. So, erstes Spiel Budissa Bautzen gegen VfB Auerbach. Ja, ein klares 0-0, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. 0-0 ist zwar ein Derby, aber ja, 0-0 in Bautzen. Bautzen steht immer schön kompakt und Auerbach, ja, also es ist ein Schmankel, denke ich mal. Oberlausitz gegen Bischofswerda. Das ist auch Derby, ein Derby, ja, ne? Auch ein Derby, ja, kommt sogar live, glaube ich, im MDR, wie ich das gelesen habe, oder im Livestream. Bischofswerda hat uns geschlagen. Neugersdorf, kann ich jetzt auch noch nicht so wirklich einschätzen. Ich würde sagen 1-0. 1-0 für Oberlausitz? 1-0 Oberlausitz, ja. Ja, Bischofswerda, die müssen ja auch mal Punkte liegen lassen. Berliner AK gegen Halberstadt. Ja, Berliner AK, sie sind schon eine gute Truppe. Halberstadt 2-1. 2-1 ist gut. Ja, 2-1 für Berliner AK. ZFC Meusewitz gegen Viktoria. Tja, Meusewitz zu Hause immer sehr, sehr schwierig zu bespielen. Würde ich sogar auf dem Heimsieg tippen. 2-1? 2-1. Ja, tippen wir auch 2-1. Altklinike gegen Chemnitz. Altklinike Wundertüte. Die können eigentlich jeden schlagen. Ich hoffe einfach mal, dass sie was holen. 1-1? Nochmal 1-1. 1-1. Chemnitz letztes erste Mal Punkte. Optik Rathenow gegen BFC Dynamo. Ja, leider waren wir so ein kleiner Aufbaugegner, denke ich, für den BFC. Ja. Ich denke mal, der BFC wird da 2-0 gewinnen. Ja, schließe ich mich an. Lok Leipzig gegen Erfurt. Immer schwierig, seine eigenen Spiele zu tippen. Ich tippe aber gerne und sage, wir gewinnen 2-0 zu Hause. Sehr gut. Hertha 2 gegen Union Fürstenwalde. Boah, ja. Ja, Union Fürstenwalde steht ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, denke ich. Tabellenletzter. Hertha ist wie immer eine spielerisch gute Truppe. Ich denke, das wird schon ein Heimsieg. Ich denke mal 3-1. Sagen wir einfach mal 3-1. Oh. Wacker Nordhausen gegen Babelsberg, letztes Spiel. Puh, ja, Nordhausen, die haben jetzt die Spiele immer am Ende gezogen. Puh, Babelsberg, oh, jetzt ist es auch wieder weg. Aber 1-1 unentschieden. Herrliches 1-1. Ja, würde ich auch sagen, unentschieden. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de.